Du hast sie geschlagen. Und ich konnte nur zusehen. Ich erinnere mich an dich. Ich weiß noch, wie du mit deinen Freunden am Strand gespielt hast. Das muss vor einer Ewigkeit gewesen sein. Vermutlich hast du gesehen, wie ich mit Steinen und Möwen gespielt habe. Ich hatte nicht viele Freunde. Mag sein, aber deinen Halbbruder Leon hattest du und diesen Benedikt. Seid ihr beide denn immer noch? Er ist tot. Oh, wir leben wirklich in dunklen Zeiten. Ich habe ihn früher das eine oder andere Mal aus dem Wasser gefischt, wenn er sich zu weit hinauswagte. Aber heute bin ich wohl derjenige, der Hilfe braucht. Diese Kerle wollten mich umbringen und haben mich schwer am Bein verletzt. Sie haben meine Ruder zerbrochen, damit niemand mein Boot zu ihrer Verfolgung nutzen kann. Aber vor einigen Tagen hat ein Boot da vorn an dem kleinen Felsen Schiffbruch erlitten. Ich glaube, dessen Paddel liegen dort noch irgendwo. Wenn du sie mir holst, dann bringe ich dich, wohin du willst. Ich muss mich für mein Gebrechen entschuldigen. Dies war kein ehrenwerter Auftrag. Wir können ablegen. Wohin möchtest du? Bring mich zur Schmugglerbucht. Wer zum Teufel bist du? Und was willst du? Der Wirt der Windmühle hat mich gebeten, dich aufzusuchen. Dieser verfluchte Narr hat wohl nicht den Mut, selbst hierher zu kommen. Was will er diesmal? Er will die Brieftauben, die du gestohlen hast. Gestohlen? Oh, verflucht. Dieser alte Lügner. Er ist der Dieb und der Betrüger, nicht ich. Die Tauben sind meine und waren es schon immer. Er wird niemals eine meiner knuddeligen Tauben kriegen. Du behauptest, diese Tauben gehören dir? Also,
Es ist ziemlich einfach. Wenn der alte Tauge nichts eine meiner Tauben haben will, muss er dafür bezahlen. Ich werde mit ihm reden. Jetzt verschwinde endlich. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Bring mich zur Südbucht. Und? Hast du die Tauben? Also er sagt, du würdest lügen und die Tauben gehörten ihm. Oh, du hast noch mit ihm gesprochen, bevor du ihn getötet hast? Ich habe ihn gar nicht getötet. Er wartet auf eine Antwort. Wie schade. Ich meine, also gut. Er sagt die Wahrheit. Wir waren nie die besten Freunde, wenn du weißt, was ich meine. Die Tauben gehören eher ihm als mir. Also dann, wenn's sein muss, gib ihm diese Dukaten. Hoffentlich rückt er dann eine Taube raus. Warum nur müssen manche Menschen so kompliziert sein? Hallo, wie kann ich dir helfen? Zeig mir, wie man Kombinationsangriffe ausführt. Gut, dann lass uns beginnen. Jeder Kombinationsangriff startet mit einem einfachen Schlag. So wie dieser hier. Und jetzt du. Gut. Der nächste Schritt sind zwei Schläge hintereinander. Dafür musst du zweimal schlagen, wobei der zweite Schlag ausgeführt wird, wenn der erste fast zu Ende ist. Das sieht dann so aus. Und jetzt du. Der schwierigste Teil ist, mehr und mehr Schläge hinzuzufügen, ohne die Kombination zu unterbrechen. Dafür musst du im richtigen Moment schlagen, stets am Ende des vorherigen Schlages. Für den Moment soll ein dritter Schlag genügen. Das sollte bei dir dann so aussehen. Und jetzt du. Sehr gut. Du hast die Übung gemeistert. Nutze die Kombinationsangriffe, wann immer du kannst. Sie richten sehr großen Schaden an. Nun solltest du einen Lehrer finden, der dir das Parieren von Schlägen zeigen kann. Was kann ich für dich? Ich möchte das Boot. Wohin möchtest du? Bring mich zur Schmuggler. Du schon wieder. Ich dachte, ich hätte das schon erklärt. Er bekommt nur dann eine meiner Tauben, wenn er dafür bezahlt. In Ordnung. Ich habe das Geld für dich. Hier, nimm diesen Schlüssel. In meiner Höhle findest du, was du brauchst. Und dann lass mich endlich in Ruhe.
Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot... Wohin? Bring mich zur Südbucht. Und? Hast du die Tauben? Ja, hier sind sie. Wunderbar. Ich schicke sie sofort los und dann wird bald Hilfe unterwegs sein. Du solltest später wiederkommen. Ich bin sicher, die Straße ist dann wieder frei. Bis dahin kommst du nur mit deinem Fischerboot unten an der Küste nach Venedig.